So, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer nagelneuen Folge Occupy Mars. Und zwar, wie immer, mit unserer bezaubernden Easy und mit mir. Und wie ihr seht, die Kuppel ist wieder leer. Easy hat die komplette Kuppel wieder abgebaut. Er hat gesagt, nee David, so geht das nicht. Punkt 1, diese Schalltafel ist mir zu weit weg. Und Punkt 2, jedes Mal um eine Ecke rennen möchte ich nicht. Wir wollen weiterhin gerade laufen. Da dieses aber in der letzten Folge, wie ihr wisst, nicht hingepasst hat, mussten wir sämtliche Solarpanels hinten umändern. Wir haben den ganzen Bereich umgemodelt und auch im hinteren Bereich noch zusätzliche Module hingestellt. Weil dieses Thema Strom wird uns in nächster Zeit auch wieder begegnen. Es wird jetzt schon knapp. Wie ihr seht, Sauerstoff baut sich auch nur langsam auf. Da werden wir wohl auch nochmal einen Blick drauf werfen müssen. Und unsere Pflanzen haben wieder den Platz in unserem Garten gefunden. Einfach nur, damit sie nicht verdursten. Weitere Neuigkeiten haben wir jetzt noch nicht, außer einen großen Plan, und zwar der, den das Lager 1 betrifft. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, das Hauptquartier zu bauen, ne? Dann würden wir sagen, hier, das Lager kommt weg. Wir brauchen es ja nicht. Die Tables packen wir ins Hauptquartier, die Werkbank auch, und wir hoffen ganz fest, dass das hier auch reinpasst. Genau in die Lücke zwischen Kantine und Gewächshaus. So, was macht unsere Blitzwarnung? Ist schon vorbei. Sehr schön, dann können wir ja mal rausgehen. Da wir aber hier auch noch einiges an Materialien benötigen, würde ich sagen, um das Hauptquartier einzubauen, werden wir noch weitere Rohstoffe brauchen. Und wie alle, die Easy kennt, Easy mag Sprengstoff. Wir werden heute, Moment, in diesem Bereich die Fernzündung testen und das Dynamit. Des Weiteren haben wir ja auch die automatische Aufhebung des Rovers quasi für Felsen und Gestein freigeschaltet. Schauen wir mal nach, wie und ob das überhaupt funktioniert. In diesem Sinne, viel Spaß bei dieser Folge. Let's go! Was haben wir noch Schönes gemacht? Wir haben ein bisschen Ordnung nebenbei gemacht, neue Kabel verlegt, neue Pumpen aufgestellt bzw. Pumpen versetzt, damit wir hier ein bisschen Ordnung reinbekommen. Dieses heillose Chaos hier hinten war ja eine Katastrophe. Hier müssen wir noch ein bisschen richten. Das machen wir aber auch noch. Wie gesagt, die Sauerstoffanschlüsse sind gemacht. Wir hoffen, dass demnächst genug Sauerstoff reinkommt. Okay, easy. Dann würde ich sagen, wir fahren mal zu einem Gesteinsbrocken. Erstmal alles abkapseln. So, los geht's. Das machen wir heute jetzt erstmal auch mal wieder zusammen. Lange ist es ja her. So, ich würde sagen, wir... Wo holen wir denn? Wir brauchen einen großen Felsen auf jeden Fall. Um zum Testen, ne? Naja, hier hinten hat es doch welche. Fahren wir doch mal hin. Lange ist her, dass wir mit dem Rover gefahren sind. Die meisten Strecken sind wir in der letzten Zeit ja geflogen mit den Jetpacks. Was übrigens sehr viel Spaß macht. Schaut es doch mal rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Verlinke euch das mal oben. Ansonsten schauen wir jetzt mal nach. Ich würde sagen, wir parken mal nicht ganz zu nah. Erstmal. Weil ich weiß nicht, wenn es doch funktioniert. Wie groß ist denn die Sprengwirkung? Und wie funktioniert das Ganze? So, ich würde sagen, ich denke mal, wir müssen die Sachen bestimmt irgendwie in die Hand nehmen. So. Ne, der ist mir zu nah. Wir nehmen den hier. Der sieht erstmal ganz gut aus und der will das unbedingt. So. Wie funktioniert das jetzt? Müssen wir hier hinlegen? Oh, das hat er so wieder eingepackt. Da bitte hin. Und nun? Wird wieder eine gepackt? Nur so weg. Das ist schlecht. Seht ihr sie? Zwei.
Ich sehe sie nicht. Na gut. Gucken. Vielleicht können wir ja irgendwie zünden. Dazu gehen wir aber erstmal ein bisschen weg. Vielleicht müssen die ja da so liegen. Ich drücke. Nichts passiert. Bisschen näher. Ja. Nee, easy, heb mal. Warte mal. Jetzt habe ich mich richtig verjagt. Und easy hat sich in die Luft gesprengt. Schlechte körperliche Verfassung. Ja, ja. Mal gucken, wie wir die easy jetzt schnell gerettet bekommen. Raumanzug ist noch heile. Hier. So, easy ist wieder repariert. Das kann auch nur uns passieren, oder? Aber es war ein schöner Flug. Und der Felsen ist auch kaputt. Die Frage war, was haben wir denn jetzt gemacht? Ja gut, so wirklich kaputt ist er nicht, oder? Kann man die jetzt einzeln? Bereit zum Laden, bereit zum Laden. Ja, er ist komplett bereit. Naja, fast. Zum Laden. Helfen wir noch ein bisschen nach für den Rest, würde ich sagen. Und erholen uns in der Zwischenzeit von dem Schock. So erschrocken habe ich mich schon lange nicht mehr. So, das ist alles bereit zum Laden. Dann würde ich sagen, wir testen mal die Funktion vom Rover. Eigentlich hätte Easy jetzt tot sein müssen, oder? So, die Frage ist, macht er das jetzt alleine oder was müssen wir machen? Wir fahren mal nebenan und machen erstmal den Kran fertig, ne? Also so macht er jetzt erstmal nichts alleine. Ich würde sagen, ich erkundige mich kurz und dann geht's weiter. Bis gleich. Es ist gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Einfach mit dem grünen Kreuz über diesen Punkt gehen, wo wir wollen. Und dann E drücken. Und wie ihr seht, er macht es ganz alleine. Sehr schön. Kann man sich ein, zwei Schritte ersparen. Den Rest muss man natürlich noch alleine machen. Zumindest das Hinführen des Krans. Aber wie ihr seht, macht er alles alleine. Okay, dann würde ich sagen, easy. Hebt jetzt die Sachen noch schnell auf und besorgt sich demnächst neues Dynamit. Oder haben wir noch was? Ne, wir haben alle in der Luft gejagt. Ja, einen haben wir rausgeschmissen. Selbst die Großen packt da alleine rein. Sehr schön. Ja, es macht die Sache sehr einfach. Nutzt das. Dann bin ich ja mal gespannt, wenn das automatische Bohren mit dazu kommt, inwiefern das dann auch so funktioniert. Ob man dann quasi bloß über diesen Fels gehen muss und er dann den kompletten Fels komplett klein macht. Mal schauen. Oh, es geht auch von ganz oben. Einfach den grünen Punkt anvisieren und fertig. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir gucken noch mal kurz ins Inventar. Vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Sprengstoff. Ansonsten, soweit sind wir ja nicht weg. Holen wir uns noch was. Na, easy? Easy sind wir bereit für Schandtaten. Was Sprengstoff angeht, sowieso. Und das nicht nur hier. Okay, dann würde ich sagen, wir fahren zurück. Verladen alles in unseren Gesteinsbrecher. Dann holen wir uns noch ein bisschen Dynamit. Und dann gehen wir nochmal los auf Tour. Ein paar Sani-Kästen haben wir ja noch. Ich hoffe bloß, dass das nicht allzu oft jetzt passiert. Dass wir das irgendwie rauskriegen, wie es ganz einfach geht, ohne sich zu verletzen.
Aber ich denke mal, das wird die Izzy auch ganz schnell lernen. 37 km/h, 38 km/h, naja. Ist schon fit unser Rover, ne? Müssen wir bloß die Kurve noch kriegen. Weil der Wendekreis ist immer noch der Hammer. So, langsam, der Kran muss erst wieder einfahren. Nicht, dass wir hier oben gegenfahren. Stopp, 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 stopp. So. So, dann gehen wir nochmal rein, holen wir uns nochmal ein bisschen. Was heißt rein? Wir müssen ja gar nicht rein. Haben wir denn hier nichts mehr drin? Nö. Aber vielleicht haben wir ja hinten, wo wir unser ganzes Baumaterial haben. Easy, nicht da reinspringen, nicht schon wieder Suizidgefahr hier. Guck mal, hier haben wir noch 14 Stück. Die teilen wir uns mal auf 7. So. Fernbedienung haben wir ein. Kann losgehen. Wir probieren es nochmal. So, dann würde ich sagen, da haben wir doch schon einen schönen Stein. Jetzt müssen wir mal überlegen. Wir hatten irgendwie Rechtsklick gemacht und dann hat er die rausgeworfen, ne? Irgendwie. Machen wir nochmal Rechtsklick. Genau. Und jetzt entfernen wir uns erstmal ein bisschen. Ich würde sagen 20 Meter. Na, 25. Sicher ist sicher. Und Action. Ja. Also die Sprengwirkung ist enorm. Jetzt haben wir nicht mal mehr einen Felsen hier. Aber das könnte auch einer gewesen sein, den wir schon mal abgebaut haben, ne? Weil in diesem Bereich waren wir ja öfters mal unterwegs. Oh. Wir probieren es hier nochmal. Jetzt liegt es ja auch nicht so nah. Okay, den scheinbar hat man noch nicht. Aber. So. Das macht Spaß. Ja, easy hast auch Spaß, ja. Dachte ich mir. Warte mal, Izzy. Pack das mal weg. Kann man das jetzt noch aufheben? Wo auch immer es liegt. Da. Kann man wieder aufheben, sehr gut. Gut, ist alles verladefertig. Könnte man jetzt mitnehmen. Ich würde sagen, das macht die Izzy mal ganz kurz. Damit wir genug Materialien wieder haben. Und dann gehen wir das Thema an Hauptquartier bauen. Bis gleich. So, unser Izzy war extrem fleißig, hat über 600 Mal Silizium besorgt. Ich hoffe, das wird jetzt ausreichen. Wir gehen jetzt das Thema Werkstattbeseitigung an. Das heißt, wir müssen allerdings Schritt für Schritt vorgehen. Die ersten Sachen, die wir machen müssen, wir werden wohl unsere Werkbänke leerräumen müssen. Wir schauen mal nach, was alles noch drin liegt. Denn wir haben ja noch hoffentlich ein paar Materialien drin. Kleine Platinen haben wir definitiv nicht mehr. Mittleren haben wir noch. Denn wenn ihr diese Werkbänke zerstört, sind auch die Sachen da drin weg. Bedenkt das. Natürlich müssen wir die jetzt wieder irgendwo hin verräumen. Achso, nee, das war ja die Werkbank. Die Frage ist, wo räumen wir das jetzt hin? Ich würde sagen, in der Kantine. Was haben wir denn hier noch an Platz? Hier haben wir zumindest nochmal einen Kühlschrank. Ja, ich denke mal, da werden die erstmal alle rein können. Und zwei Presslufthammer, die wir zu viel hatten. Warum auch immer. So, und die Frage ist,
müssen wir die zwischendurch aufbauen, abbauen? Bleibt der Tech-Tree bestehen? Oder kriegen wir damit ein Problem? Ich würde sagen, wir testen es erstmal. Wir bauen die ab. Jetzt haben wir ja auch den Platz für die Materialien wieder in der Tasche. So, weg sind sie. Hier ist erstmal alles leer. Ich würde sagen, wir testen das mal hier drüben. Haben wir noch irgendwo Platz? Ja. Hier, der Kühlschrank kann erstmal weg. Und dann bauen wir uns nochmal ein Table auf, um zu gucken. Wo sind sie denn, unsere Tech-Trees? Hier. Botanik. Material, ja, ne. Ist eigentlich egal, welchen wir nehmen, ne? Oh. Hier passt doch nicht hin. Passt der hier hin? Hier passt er hin. Eigentlich können wir die auch hier hinbauen, ne? So, Material. Ja, funktioniert noch alles. Hauptquartier hat man auch freigestellt. Dann würde ich sagen, warte mal, 1, 2, hier haben wir schon ein paar Materialien drin, ne? Wir reißen jetzt erstmal hier hinten alles ab. Dazu müssen wir natürlich noch schnell die Kabel verlegen. Weil hier ist ja alles angeschlossen. So, gib mir mal bitte das Kabel. Das muss jetzt theoretisch... Hier ist besetzt. An unsere Kantine eingebracht werden, ne? Genau wie die Schläuche. Mal gucken, wo wir die langlegen. Am besten auch hier rüber erstmal, oder? Mal gucken, wo war die Pumpe? Die war hier vorne, ne? Genau, und die gehen ja auch da rein. Das heißt, was ist das hier noch von Kabel? Wo geht das lang? Hm, egal, also Sauerstoff. Legen wir jetzt erstmal hier lang. Können wir ja demnächst noch ordnen. Vielleicht können wir es ja auch ans Hauptquartier dann anschließen, dann ist es der kürzeste Weg. Wie, das kann ich hier nicht benutzen? Was ist das denn? Ja, kann ich das hier benutzen. So, und einmal Wassereinschuss, bitte. Kontrollieren wir das lieber nochmal nach, bevor wir jetzt hier alles abreißen. Ob wir auch Wasser und Strom zur Verfügung haben, ne? Also Strom scheint ja noch zu funktionieren. Zumindest ist alles hell erleuchtet. 310 gehen rein. Wasser ist auch voll da. Sauerstoff ist im Aufbau. Das heißt, eigentlich funktioniert's. Heißt, Abriss, los geht's. Bin ja mal gespannt, wie groß das Hauptquartier ist. Ob es dieselbe Größe hat. Wir haben es ja noch nicht gesehen. Oh oh. Dort entweicht überall Sauerstoff. Na gut, so voll war es ja bisher noch nicht, von daher. Ich glaube, es lässt sich verkraften. So, und puff, man könnte es ja auch sprengen, ne?
Aber bringen wir Easy mal nicht auf total dumme Gedanken. Naja, macht sie das auch noch. So, wo finden wir denn jetzt unser Hauptquartier? Ah, hier. Ja, es passt zumindest rein. Und so groß ist es auch nicht, ne? Ne, nicht wirklich. Das heißt, wir könnten ja noch einen ganz kleinen Flur machen. Wo haben wir denn die Korridore? Hier. Kurz mit Fenster. Genau. Dann haben wir immer noch mal ein bisschen Luft, ne? So, und das Hauptquartier da dran. Oh, wir müssen mal aussehen. Aha, gibt es auch noch überall denn Ausgänge? Eins, zwei, drei. Könnte man auch irgendwo dazwischen bauen, ne? Nee, das wollen wir nicht. Wir bauen das so wie immer. Sonst meckert die Easy nachher nämlich wieder rum. So, würde ich sagen, wir beginnen hier. Und dann schauen wir mal, was wir an Material noch benötigen. Und die holen wir uns dann. Fugen, Mörtel und große Leiterplatte. Okay. Wie waren das jetzt, Fugenmörtel? Habe ich mir jetzt gar nicht gemerkt. Allerdings müssen wir jetzt erstmal die große Leiterplatte. Haben wir. Da wir ja keinen Drucker mehr drin haben, müssen wir zu unserem großen Drucker, ne? Aber Fugenmörtel sollte jetzt nicht das Problem darstellen, weil wie gesagt, Easy war ja fleißig unterwegs. Der Rover hängt auch wieder an der Ladestation, das heißt, er ist für die nächsten Fahrten und Schandtaten wieder bereit. So, Fugenmörtel, wo bist du? Machen wir mal 10, würde ich sagen, ne? Das sollte dann kein Problem darstellen. Waren ja irgendwie weniger. Dann bin ich ja mal gespannt für unsere Tech-Trees, ob wir da noch alle Materialien haben oder ob wir die jetzt alle hier irgendwie verbaut haben. Ja, irgendwas hat's. Farblich bin ich nicht ganz zufrieden. Es wäre schön gewesen, wenn das auch so in Violett wäre. Na, Easy? Wir benötigen ja keinen goldenen Palast. So. Haben wir denn jetzt hier Anschlüsse? Können wir ja mal gucken. Ich sehe jetzt hier erstmal keine. Leider. Doch hier. Ja, das ist doch super. Das heißt, wir haben hier gleich einen kurzen Weg. Können wir ja dann gleich mal machen. Das heißt, Wasser abziehen. Und Wasser einschließen. Nein, nein, die Pflanzen verdorren schon nicht. Keine Panik. Geht genug rein und raus. So, Strom. Wenn wir das Kabel ja theoretisch dann auch hier lang legen, ne? Wollen wir das nochmal abbauen? Moment mal, dieses lange Kabel. Das ist... Eingang, Ausgang. Das gucken wir gleich. Das machen wir in einer ruhigen Minute. Wir gucken jetzt erstmal rein. Na, lässt du uns wieder nicht rein?
Warum nicht? Müssen wir es wieder manuell machen. Oh. Hier ist dunkel. Warum ist hier dunkel? Es geht kein Strom rein. Warum nicht? Das Gebäude nicht verbunden, doch. Nein, es ist nicht. Warte mal, hier? Hier? Nee. Stimmt, wir haben den Anbau nicht gebaut, ne? Dann mal schnell. Waren wir zu vorschnell? Zwei Stahlplatten. Liegt jetzt an zwei Stahlplatten, na, sehr schön. Ah, ihr Schweißgerät hat sich schon bei Hand. Wie gesagt, hier machen wir keine Verbindung, würde ich sagen. Geht ja sowieso nicht. So, angeschlossen. Ich hoffe, es klappt jetzt alles. Ja, die Türen gehen schon wieder auf. Licht ist an. Sehr schön. Sauerstoff ist natürlich jetzt keiner mehr drin, ne? Nein. Struktur, keine Struktur, okay. Wir haben wieder 310 Eingang an Strom. Sehr schön. Benötigt 250. Und Wasser geht auch rein. Super. Ist also erstmal wieder verbunden. So, das heißt, wir können jetzt unsere Tech-Trees hier einbauen. Brauchen wir die unten oder oben? Boah. Oh, das ist auch schön. Aber man kann nicht wirklich rausgucken, ne? Schöner wäre es natürlich, wenn es gedreht gewesen wäre. Sieht man das, wo das Fenster ist? Sicherlich nicht beim Bauen, ne? Auf was haben wir denn geguckt? Auf die Kantine, ne? Da ist das Fenster. Ich würde sagen, Easy baut doch nochmal um. Wir kennen sie doch. Das heißt, Wasser nochmal kurz ab. Sauerstoff auch. Dann sind die Anschlüsse natürlich rechts, richtig? Müssen wir mal im Auge behalten. Aber wie gesagt, easy wäre nicht easy. Aua! Aua! Ist doch gar kein Strom drauf, was machst du? Das dauert auch eine Weile, bis das abgebaut ist. Aber wie gesagt, wir bauen es lieber jetzt um, bevor wir nachher am Ende wieder Ärger mit Easy bekommen. Müssen wir bloß mal schauen. So. So rum, genau. Und schon ist das Glasfenster oben. Weiß ich gar nicht, ob wir die große Leiterplatte wieder bekommen haben. Aber wir haben ja noch ein paar. Daran soll es jetzt nicht scheitern, ne? Nicht heute. Der Umbau hat schon genug Probleme gemacht, würde ich sagen. Nein, haben wir wieder bekommen. So, die Schläuche. Hier geht Stromkabel lang. Wir ändern nochmal kurz eine Kleinigkeit. Suit Power 75%. So. Einmal Sauerstoff wieder.
Dann ganz dringend Wasser. So, was sind das jetzt hier für Stromkabel? Dieses Kabel hier. Geht hier nach hinten. Warum auch immer. Dieses Kabel auch. Gehen beide nach hinten. Frag mich jetzt bloß, warum. So, dieser Stromanschluss hier. Ah, hier geht ein Kabel lang. Warum? Wir haben doch hier auch einen Anschluss. Das ist vom Akku. Genau. Das ist ja auch der Ausgang, ne? Output, genau. Wir machen das mal einfach. Von dem Output gehen wir jetzt hier rein ins Gewächshaus. Und mit dem anderen Output könnten wir ja theoretisch in die Kantine, ne? Dann wäre theoretisch das Gerät hier überflüssig. Oder sehe ich das jetzt falsch? Wir probieren. Immer mal ausprobieren. Wie gesagt, wenn man sich von vornherein einen Plan machen könnte oder wüsste, wie man diese Basis aufbaut, wäre es bestimmt einfacher. So. Einmal Strom von. Und wo geht denn das? Von hier, ne? Das sind die Akku-Packs. Genau. Nein, ich möchte. Wir haben noch. Gib das Stromkabel her jetzt hier. Und führe das bitte hier ein. Dankeschön. So, das heißt, aus den Akkupacks raus müsste jetzt Strom überall anliegen. Wasser anliegen, Sauerstoff anliegen. Kontrolle. Easy hat Hunger und Durst. Ja, kannst du gleich machen. So, Strom scheint erstmal drauf zu sein. Hier müssen wir dann noch alles umbeschriften, ne? So, Strom geht rein, Wasser geht rein. Sehr gut. Das heißt, die Verkabelung passt schon mal. Das heißt aber auch, hier hinten das Gerät ist über. Das können wir dann wegnehmen. Vielleicht kriegen wir ja eine kleine Platine wieder raus. Dann können wir hinten auf der linken Seite quasi unser Stromthema weiter eingehen. Unser Reservestrom oder beziehungsweise den Strom, den wir demnächst noch benötigen. Mach mal auf. Genau. Haben wir die schon mal wieder. Sehr schön. Dann weg damit. Ja, das gefällt, ne? Achso, wir müssen ja die Schleuse wieder dran bauen. Sonst können wir da auch nicht raus, ne? So, haben wir das auch wieder erledigt. Wie gesagt, Schläuche gehen ja jetzt unterhalb lang. Strom wird hier nicht benötigt, liegt überall auf Kurzstrecke. Heißt, da haben wir auch wieder ein bisschen Kabelsalat gespart. Sehr schön. Was wollten wir machen? Stromthema. So, hier haben wir unsere zusätzlichen Module. Die nächsten Akkumodule. Und hier hinten hatten wir für die Paneele, ne? Das heißt, können wir das schon fertig bauen? Ja. 12 Paneele. Und dann geht es weiter, den Akkubetrieb aufzubauen hier.
Gucken wir mal, wie wir weiterkommen. So, wir müssen zur Elektrizität. Natürlich. Gut. Dann würde ich sagen, Izzy besorgt sich jetzt die Teile. Dann geht sie eine Runde schlafen. Wir sehen uns wieder, wenn es gleich hell wird. Bis gleich. So, unser Izzy ist früh aufgewacht. Hat gesagt, wir müssen fleißig sein. Wird auch gerade hell. Hat sich alle Materialien soweit besorgt. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen, um dieses Akkupack quasi aufzubauen. Das ist schon eine gewaltige Aufgabe hier, ne? Noch eins konnten wir hier nicht einbauen, ne? Hier versetzt stehen oder so? Nein. Das heißt, wir müssten hier auch wieder 1,9 kW haben, ne? 1,9900, meine ich. Genau. Leistungen sollen rausgehen, nachher wieder 155. So, und das Ganze geht von diesem hier aus. Da muss natürlich volle Leistung, ne? Allerdings ist ja jetzt noch nichts angeschlossen. Wir könnten aber... Moment, hier, das sind die Eingänge. Um einen Ausgang entlanglegen. Input. Die Frage ist, wo schließen wir das jetzt an? Hier ist er jetzt besetzt. Naja, zur Not müssen wir noch einen kleinen ECQ setzen. Oder wie die heißen. Brauchen wir so. Ich glaube, deswegen stand der eine da. So, Eingang. Wollen Sie auch lesen können? Genau, nur vorsorglich. Oder wollen wir ihn gleich bauen? Haben wir denn noch alle Sachen? Haben wir. Okay. Das heißt, von dem Akkupack von blau nach gelb, ne? Und dieses Kabel auch hier rein. So, dann ein erneutes Kabel. Ich hoffe, die Sicherungen halten das aus. So viel Strom. So, und natürlich volle Leistung. So, das sind jetzt quasi die normalen Panels angeschlossen. Und jedes Einzelne, was wir jetzt hier zumachen, geht dann quasi in das nächste Akkupack. Ja. Damit bin ich erstmal sehr zufrieden. Hier wird gerade geladen. Super. Dann würde ich sagen, jetzt machen wir uns an die Tech-Trees, dass wir die dann noch eingebaut bekommen. Nachdem wir jetzt so viel rumgewuselt haben. Genau, das Fenster ist jetzt vorne. Strom geht rein, Wasser geht rein. Sehr schön. Es wird die Izzy sich heute freuen. Genau, und dann kann sie sicher schön den Ausblick genießen. Sollte mal wieder ein Unwetter sein. Mit direktem Blick auf den Pumpen. Die andere Richtung hätten wir ja sowieso nichts. So, dann würde ich sagen, wir bauen erstmal die Werkbank. Gucken, ob wir hier alles finden. Die Werkbank. Genau, die kommt direkt vors Fenster. Quasi wie ein Büro.
Dann benötigen wir Botanik. Die snappen ein bisschen ineinander, ne? Macht er nicht? Will er nicht? Bringen wir ja bloß 3 Tische rein. Wie sieht's denn unten mit Platz aus? Auch nicht anders, ne? 1, 2, 3, 4. Moment. 1, 2, 3, 4. Ja, zumindest hätten wir die ganzen Tische drin. So, Botanik. Elektro. Mechanik. Und Material. Nein, nicht wieder abbauen. Wir müssen sie aufbauen. Wie gesagt, wir schauen mal, was wir noch an Material haben. Und natürlich unsere Werkbank. Alles vorhanden, sehr schön. Dann würde ich sagen, dann können wir offline. Genau. Punkte hat man ja momentan nicht. Gut, wie gesagt, offline wird die Easy alles verräumen an Leiterplatten, damit wir auch wieder wissen, wo haben wir sie. Ansonsten bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffen, dass euch diese kleine Chaos-Folge etwas gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis bald.